Jedes Jahr gibt das Pazifik-Netzwerk in Kooperation mit der Pazifik-Informationsstelle einen Jahreskalender heraus. Er heißt Pazifische Inseln und steht immer unter einem besonderen Motto. In diesem Jahr 2021 ist das Motto die Ozeandekade der Vereinten Nationen, die am 1. Juni hier bei uns in Deutschland eröffnet wird. Passend zu dieser Ozeandekade zum Schutz der Meere zeigt dieser Kalender exemplarisch auf 12 Seiten verschiedenste Szenarien, wie Meer und Ozean in Ozeanien im Pazifik aussehen. Zum Beispiel sieht man hier eine Milne Bay Province, das gehört zu Papua-Neuguinea, und man sieht eigentlich nichts außer Wolken und Meer. Und so ist es auch ganz häufig, wenn man über diese riesige Wasserwüste im Pazifik hinweg fliegt, lange Stunden ohne Land. Kiribati, ein niedrig gelegenes Atoll, hier ein Mangrovenwald. Mangroven schützen ja die niedrig gelegenen Atolle vor der weiteren Versalzung und vor allen Dingen vor der Erosion der fruchtbaren Erde, die es an den Küstenstreifen gibt. Dieser Kalender, ich zeige nur noch mal das dritte Bild, März, hat auch den Vorteil, dass es zusätzlich zu diesen großformatigen Bildern auch immer noch kleinere Fotos gibt, die Alltagssituationen in dem jeweiligen Land darstellen. Hinzu kommt ein kurzer informativer Text über das Land und seine Bewohnerinnen. Der Kalender kostet 8 Euro und ist ab Ende des Jahres bei uns in der Pazifik-Informationsstelle erhältlich.